Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht, es ist Donnerstag, der 24.10. Zeit für gute Laune, Zeit für Witz vom Olli und Zeit für Lachen. Ganz liebe Grüße an Markus Krebs, ein Superklassiker. Sie lernen sich kennen, er begleitet sie heim und vor ihrer Haustür sagt er, oh du, ich glaube, ich habe meinen Hausschlüssel verloren. Kann ich mit dir hochkommen? Dann sagt sie, du kannst gern, aber ich habe meine Tage und er, oh, da ist er. Mann, Frau lernen sich in einer Bar kennen, ist ziemlich voll, sehr dicht gedrängt und sie stehe wirklich press aneinander und dann sagt sie, gell, du wohnst in einem Altbau. Dann sagt er, wie kommst du denn da drauf? Dann sagt sie, ich spüre doch den großen Schlüssel in deiner Hosentasche. Du wohnst doch im Altbau. Ich spüre doch den großen Schlüssel in deiner Hosentasche. Sagt sie zu ihm vor der Haustür, willst mit hochkommen? Ich habe nur Dosenpilz. Dann sagt er, sie sagt, willst mit hochkommen? Ich habe Dosenpilz. Sagt er, ja gern, ich habe ja Kondome dabei. Oh je. Ach ja, so einfach kann es sein. Ey, das ist so, ja, du wohnst in einem Altbau. Ja, es ist so einfach, mich zum Lachen zu bringen. Und das ist gut so. Ich freue mich darüber, weil es gibt wie bei jedem Mensch auf der Welt immer wieder die Situation, dass es nichts zum Lachen gibt oder leider viel zu wenig zum Lachen gibt. Komm, ich hab mir ja noch da was ausgedruckt. Was habe ich da noch? Was kann ich da noch zum Besten geben? Ja, genau. Vom Information, dem User Informationspostfach. Habe ich noch ein, erinnert mich an die Geburt unseres Sohnes, weil da habe ich tatsächlich nach der Geburt, weil es war sehr, sehr schwierige Geburt, habe ich dann im Kreißsaal, Notkaiserschnitt, habe ich dann Witze erzählt, das war wie so ein Ventil, das musste raus. Einer war, wo die Hebamme zur gebärenden Mutter sagt, möchte sie, dass der Vater des Kindes dabei ist, sagt sie, nein, der versteht sich mit meinem Mann nicht. Der Vater des Kindes, nein, der versteht sich mit meinem Mann nicht. Und dann hat ja der User Informationspostfach sehr gut die Hebamme sagt zur gebärenden Mutter, also Geburtstermin wäre ja jetzt, aber ich glaube, der kleine junge Mann, der verspätet sich und der Vater, der dabei ist, fängt an zu weinen. Und dann sagt die Frau zu der Hebamme, mein Mann, der arbeitet bei der Bahn, der ist jetzt gerade unglaublich stolz auf seinen Sohn. In diesem Sinne sagt der Jugendliche am Bahnhof zu dem Senior, der neben ihm steht, sie kommt der Zug bald, da sagt er, ja, die Schienen sind schon da. In diesem Sinne, bleibt gesund. Für die, die es nicht sind, werdet gesund. Verliert niemals den Humor und werft niemals den gesunden Menschenverstand über Bord, denn sonst wird es wieder ernst, und am anderen Ende ist der Olli. Obacht!